Servus, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Ja, und was geht's in dem Video? Ich zeig's euch einmal. Ja, was ist jetzt das? Das ist ein Achserkipper. Ich werde euch jetzt denken, okay, nichts Müller Mitteltal. Ihr kennt meinen alten Magirus auch aus den vorherigen Videos, der angesägte Lastwagen. Das ist er auch nicht. Ja, warum jetzt der Kipper? Ja, ist eigentlich ganz einfach. Mein Müller-Mitteltal hat ein Problem. Und das Problem zeige ich euch jetzt in dem Video. Also bleibt dran, dann der Furz ist. Der Kipper, der gehört an Andi. Und zwar, der ist ja hinten am Deich gestanden und der Andi hat gesagt, nimm mir mit, dann brauchst du nicht laufen. Ja, warum ich überhaupt den Kipper nehmen? Da kommt der MB-Truck. So, und jetzt wird es gleich sehen. Ein neuer Reifen. Warum ein neuer Reifen? Ganz einfach. Leo und ich haben gestern Humus am Deich gefahren. Und schaut es nur, da steht der Müller Mitteltal. Ja, was ist passiert? Ja, ganz einfach. Und so hat es einen Reifen zerrissen. Und zwar, ich habe es ja schon mal gesagt, da drüben ist schon ein neuer drum. Ich gehe schnell um. Der da ist ja schon neu. Und das war einer von denen Conti, den ich jetzt auch gekauft habe. Alles gut gebraucht. Was war das Ende vom Lied? Wir haben Humus gefahren. Wir sind 5 Kilometer gekommen. Dann hat es einen drum Schloch da und uns hat es einen Reifen zerrissen. Wir haben es dann gerade mit dem nächsten Feldweg geschafft. Und vom nächsten Feldweg sind wir dann fast eine Stunde lang, mehr oder weniger mit Schrittgeschwindigkeit, bis am Deich hintergefahren, damit wir ankippen können. Die ganze Last hat der hintere Rohr aufgetragen. Gott sei Dank war es ein Tandem, war es ein Achser gewesen, wären wir sowieso fertig gewesen. Aber ja, Müller-Mitteltal haben wir dann gestern hier hinten angehängt, da steht er. Und deswegen haben wir eigentlich, ja, interimsmäßig einen Andi seinen Kipper mit. Weil einfach der Andi gesagt hat, Mensch, nimm doch meinen Kipper. Weil bevor du jetzt allein mit dem Bulldog heimfährst und allein wieder hinter, kannst du den nehmen, bringst halt einfach nochmal ein Foto mit. Wir haben auch ein Foto Humus drum. Wir haben nicht so viel aufgeladen. Ja, ganz einfach, weil wir einfach nicht trauen, ist nicht unserer. Aber hat wunderbar funktioniert. Wir sind wieder hinten. Ich habe einen Ersatzreifen dabei. Also was heißt ein Ersatzreifen? Eigentlich den Reifen, der wohl sowieso aufkommen sollte. Und den werden wir jetzt montieren. Und dann können wir unser Müller-Mitteltal wieder mit heimnehmen. Da ist jetzt nochmal der alte Reifen. Ja, ich meine, man sieht, durch das Fahren dann ohne Luft hat es ihn eigentlich komplett zerlegt. Angegangen ist, dass er an der Seite aufgeplatzt ist. Da hängt jetzt ein Büttel rein, das jetzt ist. So, jetzt ist es so, mehr oder weniger ist das auch eine feldmäßige Reparatur. Ihr seht, da liegen mehrere zerbrochene Zeugel. Problem ist, ja, und der Wagenheber ist schon ein Zeugel drunter, aber der Wagenheber sinkt ein, weil wir einfach in Revis stehen. Ich habe jetzt mit dem Wagenheber aufgepumpt, habe einen Zeugel untergeschlicht, habe den Wagenheber wieder höher gestellt, habe wieder aufgepumpt. Ja, so haben wir sie jetzt praktisch hochgespült, damit wir den Reifen aufbringen. Weil der Markus so schön gesund hat, von selber gemacht, eine gefechtsmäßige Reparatur. Wichtig ist, der Reifen ist drum, wir kommen heim und daheim können wir dann auch anständig mit Drehmoment anziehen. Reparatur durchgeführt, Reifen ist drum, Reifen ist wieder festgezogen. Unser Müller-Kippanhänger ist wieder einsatzbereit. Gott sei Dank, weil wenn man den gewähnt ist, dann will man eigentlich keinen anderen meinen. Ich darf noch nie tauschen gegen so einen Achser. Gibt einfach nichts Schönes, wenn wir unseren druckluftbremsten Müller-Mitteltal. Humus, was machen wir mit Humus? Ganz einfach, ihr habt es im vorletzten Video gesehen, wir haben da oben einen neuen Schacht gebaut. Und da brauchen wir jetzt einfach den Humus, damit wir unterhalb von den Schacht noch anfüllen. Ich habe schon zweimal ein Foto mit Müller-Mitteltal hintergefahren. Jetzt brauchen wir nur ein drittes. Das dritte Foto ist dann natürlich jetzt ein Dierkipper. Dann sollte es lange. Der Andi tut es mit dem Backer voneinander. Und da müsste das eigentlich recht gut hinhauen. Das sehen wir dann wieder an. Und spätestens nächstes Jahr sieht man davon nichts mehr. Ich nehme ihn jetzt schnell mit beim Ankippen.
mit dem Kipper. Zuerst mal schauen, wie der überhaupt funktioniert. Aber so wie es ausschaut, hat der hinten Zentralverriegelung. Das sollte eigentlich recht gut funktionieren. Den machen wir auf. Gesteckt ist auch noch hinten. Hebel hat er keinen zum Umschalten. Dann würde ich sagen, kippen wir den nochmal an. Dann kommen wir langsam zum Schluss vom Video. Also, wir haben unseren Interimskipper angehängt. Der stellt wieder oben bei die Kapfendeich vom Andi. Der nimmt ihn jetzt dann auch wieder mit heim. Wir nehmen unser Müller-Mittelteil natürlich wieder mit. Bin froh, dass er wieder funktioniert. Ich habe auch gleich wieder einen neuen Reifen bestellt. Weil jetzt haben wir ja zwei neue drum. Der dritte wird jetzt dann auch neu. Mit den Entfolgen wieder zum Sandstrahlen. Dann werden wir es lackieren. Und dann kommt wieder ein neuer Reifenmaffe. Und so wechseln wir jetzt ja, rigoros durch, bis alle neu sind. Reserverauf kann ja gerne gebrauchter sein, aber die Reifen, die drum sind, sollen dann 4 neue sein. Ja, was lerne ich aus der Geschichte? Fakt ist, ich lerne daraus, ich kaufe mein Leben doch nie wieder gebrauchte Reifen. A, man kann nicht einschauen in den Reifen. Man kann Glück haben, ohne Zweifel. Aber in meinem Fall muss ich sagen, habe ich mit beiden Reifen Pech gehabt. Wenn ich dann die Kosten zusammenrechne, ich habe für so einen Reifen 75 Euro gezahlt. Ich habe es Hulmen, das waren 130 Kilometer einfach, also 260 Kilometer zum Fahren. Jeder Reifen hat einen neuen Schlauch braucht. Der schlägt auch gleich mit 30 oder 40 Euro zu Buche. Dann habe ich montieren lassen wir ihn. Also alles in allem wahrscheinlich habe ich Unkosten gehabt pro Reifen mit 150 Euro. Ich sage mal, fürs Doppelte kriege ich jetzt auf jeden Fall einen neuen. Und da weiß ich, dass denen nichts fehlt. Da weiß ich, dass ich den ohne Probleme hernehmen kann, dass ich es auch fahren kann. Und dass mir sowas nicht mehr passiert. Weil ich sag's euch, wie es ist, es gibt kein blödes Gefühl, als wenn so einer auf der Bundesstraße einen Reifen zerreißt. Mal ich nicht mehr haben, bin ich auch nicht scharf drauf. Und darum Anhängerreifen, auch Schlepperreifen, nur noch Neuware. Der Reifen ist natürlich total zerfleddert, ist klar. Das waren jetzt doch fast 7-8 Kilometer ohne Luft. Wichtig war, wir haben geschaut, dass wir hauptsächlich von der Bundesstraße unterkommen. Damit wir einfach in Feldweg reinkommen, damit wir einfach langsam fahren können und dass wir am Teich hinterkommen. Das haben wir auch geschafft, aber ja, der Reifen ist Kernschrott. Wie schon gesagt, der Föhn geht jetzt zum Sandstrahlen und da kommt da wieder ein neuer Reifenmaffe. Den wollen wir dann auch gleich wieder hinten am Kipper montieren und dann den anderen als Ersatzrad nehmen. Ja, das war's dann von dem Video. Kurzer Erfahrungsbericht von mir. Wie schon gesagt, Fazit, nie wieder gebrauchte Reifen.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt. Habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Ansonsten habt ihr uns nicht abonniert, dann sind wir natürlich über ein Abo auch gefreut. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns in 14 Tagen.